In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags geriet auf der Autobahn 48 ein LKW in Brand. Der Fahrer bemerkte das ausbrechende Feuer und konnte in letzter Minute über die Anschlussstelle Ochtendung auf die L117 abfahren. Die Feuerwehr war sofort zur Stelle und konnte das Feuer durch massiven Einsatz von Löschschaum ablöschen. Bei dem LKW, an dem Totalschaden entstand, handelte es sich um einen Gliederzug, der mischgut geladen hatte. Im Zuge des Löscheinsatzes musste sowohl die Abfahrt Ochtendung als auch die L117 an der Einsatzstelle gesperrt werden. Über die Brandursache können bisher noch keine zuverlässigen Angaben gemacht werden. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.